Hallo, Amazwei-Fans. Ziel der heutigen Aktion ist, feindliche Einheiten zu erzeugen, mit denen man auch später im Spiel noch agieren kann. Hier die Schnelllösung für Fortgeschrittene, also Bild anhalten, für alle, die es eilig haben. Und hier die Map. So, wir fangen zuerst wie immer an, einen Spieler zu erstellen. Den nenne ich wie immer Chef. Und da machen wir, weil es Wüste ist, natürlich USA. Sergeant und Chef. So, das ist immer das allererste. Jetzt ganz, ganz, ganz wichtig. Bevor ich überhaupt feindliche Einheiten erstelle, muss ich nämlich schon eine Einheit mit gleichen Gruppennamen auf der Map platziert haben. Ich habe hier die FAA-Terroristen genommen, einen Ham-Tourista-Suizider. Und den habe ich den Gruppennamen EGRP 1 gegeben. Und GRP gleich Group Sys vorsichtshalber noch hingeschrieben. Man weiß ja nie. Und dann schrauben wir die Gesundheit ganz runter, weil den brauchen wir ja nicht. Und den können wir dann irgendwo auf der Map platzieren. Hauptsache, er ist erstellt worden. Sonst funktioniert nämlich das Erstellen dieser Einheiten, der feindlichen Einheiten, nicht. So, die Marker, wo was erstellt wird. Ich erzeuge nämlich hier nebenbei auch noch eine eigene Einheit, damit ihr das auch noch mal gleich vor Augen habt. Und die feindliche Einheit auf Born 2, die eigene Einheit auf Born 1. Ne? Diese beiden Namen, Born 1 und Born 2, sind dann wichtig beim Erzeugen der Einheiten. Und zum Testen habe ich hier einen Traktor hingestellt, um zu sehen, ob die sich auch in die Richtung Traktor, weil ich einen Move-Befehl den erzeugten Einheit gebe, auch wirklich dahin bewegen. Ja, dann wollen wir mal gucken, die goldenen Auslöser, nicht wahr? Fangen wir erstmal an mit dem Westsoldaten. Hier steht noch Geiseln erzeugen, ist natürlich Schwachsinn. Also Einheit erzeugen müsste da stehen. Eine Achse von 10, Blue 4, ne, zum Reinlaufen. Also wenn ich da als Blue 4-Soldat reinlaufe, wird Folgendes erzeugt, nämlich wie bei Aktivierung unten steht, ein USMC, Soldier Light, unbewaffnet ist das, Create Unit, ne, das ist der Befehl, Einheit erstellen. Und Get Marker Post Born 1, ne? Immer wenn es ein Marker ist, in Anführungsstrichen. Chef, damit er in meine Gruppe reinkommt, weil meine Gruppe heißt der Chef, die bestehende. Und dann geben wir ihm einen Namen, damit er auch später interagiert werden kann, wie Geisel gleich Sys, Semikolon. So, die feindliche Einheit. Ebenfalls, wenn Blue 4 vorhanden, ne? In diesem Fall, man kann auch andere Auslöserarten wählen. East Geiseln erzeugen, da muss natürlich heißen East Einheiten erzeugen, mit einer Zeitverzögerung von 10 Sekunden. Und da habe ich mich für FAA-Terrorist haben Suizider entschieden, Create Unit, und da nehmen wir dann den zweiten Marker, Born 2, wo der hin soll, auch bitte unbedingt in Anführungszeichen setzen, bei Objekten ohne Anführungszeichen. Der kriegt dann den Gruppennamen von dem Soldaten, den wir auf tot gestellt haben. Und dem Terroristen geben wir auch einen Namen, damit wir den später noch irgendwelche Interaktionen zuweisen können. Ne? Das ist der riesengroße Vorteil, den wir dabei haben. Deswegen halte ich das für ungeheuer wichtig. Und man kann dann auch noch angeben, den Dienstgrad, also Skill und Dienstgrad. Also 08 ist dann der Skill von 0 bis 1 und Private Dienstgrad. Und dann noch die Move-Befehle zum Traktor. Da können wir dann sehen, ob die sich dann auch wirklich dahin orientieren. Zu Testzwecken. Ne, ist alles ganz einfach. Total einfach. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Laufen wir rein. Hier wird unser Mann erstellt. Ne, der Unbewaffnete gehört jetzt zur Gruppe. Wo? Laufen wir nochmal voran. Da können wir besser gucken. Rechts ist der Traktor und jetzt müssten da nach 10 Sekunden drei Ham-Terroristen erscheinen. Und da sind sie auch schon. 12 o'clock. Enemy, Ja, medium range. bewegen sich Richtung Traktor und sind quicklebendig. Donnerwetter. Ne? Hat geklappt, super. Also bis zum nächsten Video und tschüss.